Ja, ich muss doch sagen, ich war begeistert von eurer Singgruppe hier, mit welchem Einsatz und Freude sie diese Lieder angestimmt haben, die mir persönlich auch sehr wertvoll sind und habe mich auch vor allen Dingen über den Bruder, der da in der Ecke saß und auf diesen Instrumenten da rumklopfte, gefreut, weil man nämlich selten hat, dass so jemand auch mitsingt. Das fand ich ganz großartig und werde ich auch bei Gelegenheit woanders erzählen. Ja, und dann war noch etwas Interessantes vielleicht für euch. Auf der Fahrt nach hier meinte meine Frau, das ist so richtig Wetter für Depressive. Ich wollte eigentlich über das erhörliche Gebet sprechen. Und dann dachte ich, ach, vielleicht ist das ein Hinweis. Ich nehme ein anderes Thema. Das Thema heißt der Weg zur Freude. Da komme ich hier hin und höre die ganze Zeit über die Freude. Und das, was ich noch dazu zu sagen habe, ist dann auch eine Ergänzung. Das werdet ihr sehr schnell merken. Es geht nämlich ganz speziell bei diesem Thema um Befreiung von Depression und Traurigkeit. Das Stichwort kam eben von meiner Frau auf der Fahrt nach hier. Und wie auch Menschen, die mit Depressionen zu tun haben, ob sie die schon immer hatten von Kindheit an oder erst später bekamen, ist ja unterschiedlich, wieder zur Freude gelangen können. Und ich möchte aufzeigen anhand der Schrift und auch der Erfahrung, dass die Ursache von Depressionen sehr, sehr unterschiedlich sind. Ich habe mit Leuten zu tun gehabt, für die war jede Depression irgendwie mit okkulten Betätigungen verbunden. Und da wurde natürlich sehr vielen Geschwistern, die damit zu tun haben, und auch solchen, die noch nicht im Glauben stehen, aber auch Gläubige haben ja nicht selten damit zu tun, sehr großes Unrecht zugefügt, dass die jetzt sich noch rechtfertigen mussten, dass sie jetzt nicht okkulte Dinge trieben, obwohl das natürlich auch eine Ursache sein kann. Ich komme auf diese Möglichkeit auch zu sprechen. Und habe dann mal die Schrift untersucht und auch den normalen Erfahrungsbereich, wie Depressionen entstehen, wie sie sich äußern, wie sie behandelt werden oder leider auch nicht. Und bin dann zu dem Ergebnis gekommen, dass wir ungefähr 10 verschiedene Ursachen haben von Depressionen und je nachdem, wie die Ursache ist, muss auch die Therapie sein. Die Analyse, Diagnose ist natürlich ganz entscheidend für die Therapie. Wenn die Diagnose nicht stimmt, ist die Therapie auch nicht in Ordnung. Und ich werde mit der ersten anfangen, die nicht selten die Ursache ist, nämlich persönliche Schuld. Aber ich sage noch einmal, das ist längst nicht immer der Fall. Wir sollten nicht sofort, wenn jemand damit zu tun hat, spekulieren und nachforschen und vermuten, unterstellen vielleicht, dass da irgendetwas in seinem Leben nicht geordnet ist, wo er nicht von frei kommt. Das kann sein, das muss aber nicht sein. Aber so einen Fall wollen wir uns jetzt anschauen, und zwar im Leben von David, dem Mann nach dem Herzen Gottes. Aus Psalm 32. Ich werde bei diesem Punkt am längsten bleiben, weil der auch am häufigsten ist und weil das eine Sache ist, wo wir als Christen wesentlich besser helfen können als Psychotherapeuten zum Beispiel, wenn es um Schuld geht. Das ist eine geistliche Frage. Und da sind wir alle aufgerufen, einander zu helfen, Lasten zu tragen und so weiter. Und auf die anderen Dinge komme ich dann später noch zu sprechen, wenn die Zeit dazu reicht. Also Psalm 32 von David ein Maskil. Glückselig der, dessen Übertretung vergeben, dessen Sünde zugedeckt ist. Glückselig der Mensch, dem der Herr die Ungerechtigkeit nicht zurechnet und in dessen Geist kein Trug ist. Als ich schwieg, verzehrten sich meine Gebeine durch mein Gestöhn den ganzen Tag. Denn Tag und Nacht lastete auf mir deine Hand, verwandelt wurde mein Saft in Sommerdürre, Selah.
Ich tat dir meine Sünde kund und habe meine Ungerechtigkeit nicht zugedeckt. Ich sprach, ich will dem Herrn meine Übertretung bekennen. Und du hast die Ungerechtigkeit meiner Sünde vergeben. Sela. Deshalb wird jeder Fromme zu dir beten zur Zeit, da du zu finden bist. Gewiss bei großen Wasserfluten, ihn werden sie nicht erreichen. Du bist ein Bergungsort für mich, vor Bedrängnis behütest du mich. Du umgibst mich mit Rettungsjubel. Sela, ich will dich unterweisen und dich den Weg lehren, den du wandeln sollst. Mein Auge auf dich richtend will ich dir raten. Seid nicht wie ein Ross, wie ein Maultier, das keinen Verstand hat. Mit Zaum und Zügel ihrem Schmuck musst du sie bändigen, sonst nahen sie dir nicht. Viele Schmerzen hat der Gottlose, wer aber auf den Herrn vertraut, den wird Güte umgeben. Freut euch in dem Herrn und frohlockt ihr Gerechten und jubelt alle ihr von Herzen Aufrichtigen. Das hat übrigens der Bruder eben auch zitiert, diesen Vers, ja, aus Psalm 32, diesen letzten. Ja, das ist einer der wichtigsten Psalmen überhaupt, wenn es darum geht, Menschen zu helfen, die irgendwie in ein düsteres Loch gefallen sind, nicht mehr ein- noch auswissen, wie sie aus dieser furchtbaren Lage, die manche in den Selbstmord, in den Freitod, wie man heute so schön sagt, treibt, wie man da wieder herauskommen kann. Und die Freude am Herrn, davon haben wir in Nehemia auch gehört heute Morgen, wieder ihre Stärke wird, die Freude am Herrn. Man kann diesen Psalm vergleichen mit einem schönen Gemälde. Ein herrlicher Rahmen, ein finsterer Hintergrund, ja, und dann an gewissen Stellen plötzlich bricht die Sonne sich Bahn. Dieser schöne Rahmen, das sind die ersten und die letzten Verse. Da ist von dieser Freude die Rede, die uns heute Morgen beschäftigt hat. Und ich muss sagen, das war, fand ich also für mich persönlich sehr erquickend, wie man so die Alten sagen, ja, ermutigend, diese herrlichen Stellen von der Freude. Da gibt es ja natürlich noch viele mehr, aber ihr habt schon ganz entscheidende Stellen hier vorgetragen. Und das hat mich sehr erfreut. Und es wurde auch in einigen Ausführungen sehr deutlich, dass diese Freude an die Person des Herrn gebunden ist. Wenn ich mal huste, habt ihr keine Sorge, das hat mit der Corona nichts zu tun. Ich huste schon seit 50 Jahren, das ist also normal, deswegen trinke ich mal einen kleinen Schluck hier. Also die Freude am Herrn. Ich erinnere mich das erste Mal, wo ich überhaupt mal öffentlich etwas gesagt habe. Das war in Köln in der Antoniterkirche. Kennt ihr die? In der Schildergasse ist da so eine etwas kleinere Kirche. Das ist die Antoniterkirche, so schräg gegenüber von C&A. Das wird er vielleicht kennen. Und da war eine Evangelisation mit einem Bruder, den ich bis dahin nicht kannte, aber das Thema hieß, hat das Leben ohne Jesus einen Sinn? Und da habe ich gedacht, da gehst du mal hin. Ich hatte bis dato einen Sprachfehler. Ich studierte zwar das Lehramt und die Leute haben sich alle gewundert, wie ich mit meinem Sprachfehler das machen würde. Und ich weiß noch im ersten Semester, wie der Professor mich blamierte vor Hunderten von Studenten und sagte, Sie Vetter, wenn Sie mal vor die Klasse treten, die lachen sich ja halb tot. Ja, es war tatsächlich schon ein bisschen urkomisch, wenn ich mich meldete, aber irgendwie wusste ich, das sollte ich werden. Nun war die Evangelisation und dann hat der Bruder, das war schon ein Bruder, so wie er sich äußerte, versucht, das deutlich zu machen, also ohne Jesus hat das Leben keinen Sinn. Und die Antoniterkirche war proppenvoll, standen noch die Leute in den Gängen, ich selber war früh genug da, ich hatte noch einen Sitzplatz. Und während er dann so sprach, dachte ich, oh wei, oh wei, oh wei, die Argumentation ist nicht gerade sehr glücklich. Und dann hatte er auch noch den Mut, nachher zur Aussprache. Und er wurde regelrecht fertig gemacht. Und ich glaubte, die Antwort zu haben, aber ich hatte immer noch im Ohr, Sie Vetter, wenn Sie vor die Klasse treten, die lachen sich halt tot. Und ich habe dann gebetet und gebetet und der Schweiß rann mir hinten runter. Es war an sich kalt, war im Februar diese Evangelisation. Und habe ich ganz vorsichtig meinen Finger gehoben
und der sah mich und merkte, der will mir nichts, der nahm mich sofort dran. Dann habe ich mich hingestellt und dann habe ich eine zweite Predigt gehalten. Ich konnte gar nicht mehr aufhören. Und der Sprachfehler war weg, bis heute nicht wiedergekommen. Ohne Handauflegung, alles Mögliche. Gott hat das einfach so geführt. Und dann habe ich dann auch gesagt, das Leben ohne Jesus hat natürlich durchaus einen Sinn. Als Philanthrop, Menschenfreund und so weiter, ne, kann man doch manches Gute tun. Aber der Sinn endet mit dem Tod. Das ist nur für kurze Zeit. Was ist aber danach? Aber wir Christen, wir haben etwas mehr zu bieten, was nämlich nach dem Tode kommt. Und das ist ja das Entscheidende. Da geht es um die Ewigkeit. Was ist das kurze Leben hier? Da geht es um die Ewigkeit. Und es geht um die ewige Freude. Und nicht das ewige Leid in der Gottverlassenheit. Wie immer das aussehen mag, die Bibel schildert das in den schrecklichsten Farben. Ich wache manchmal nachts auf, wenn ich daran denke, an die Hölle, an den See, der mit Feuer und Schwefel brennt. Das muss man sich mal vorstellen. Feuer, das Schmerzhafteste, was Menschen empfinden können, und Schwefel, der schlimmste Geruch. Also praktisch die zwei Dinge, die uns am unangenehmsten sind, die werden gebraucht, ob als Bild oder wörtlich. Das brauchen wir gar nicht beantworten. Ist in beiden Fällen nicht nachvollziehbar, was auf Menschen zukommt, die die ausgestreckte Hand Gottes von sich weisen. Wie in 2. Thessalonicher 2 es heißt, die Liebe zur Wahrheit nicht annehmen wollten, werden von einem bestimmten Zeitpunkt an, das wird dort geschildert, wenn der Antichrist kommt, nicht mehr glauben können. Sie werden einen Geist des Irrwahns bekommen, wie der berühmte Pharao, ne? Der hat sein Herz verhärtet, 6-mal, und ab dem 7. Mal heißt es, Gott verhärtete das Herz. Und dann konnte er nicht mehr glauben. Deswegen, wenn liebe Freunde hier unter uns sein sollten, die gewisses Interesse haben am Evangelium, das Entscheidende ist nicht nur, dass ich die Wahrheit höre, dass ich sie auch erkenne, sondern dass ich mich der Wahrheit beuge, sie annehme, eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus eingehe. Das ist das entscheidende Zeichen der Wiedergeburt. Wo zum ersten Mal von der Wiedergeburt die Rede ist im Neuen Testament, da heißt es in Johannes 1, Vers 12, so viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Es geht im Glauben nicht nur darum, dass ich die Wahrheiten der Bibel für wahr halte, ja, und ansonsten dann zur Tagesordnung gehe, sondern es geht darum, dass ich den, von dem die Bibel berichtet, vom Anfang an bis zum Ende, Jesus Christus, den Sohn des lebendigen Gottes, dass ich ihn aufnehme in mein Leben, dass er der bestimmte Faktor in meinem Leben wird, dass ich ein persönliches Verhältnis zu ihm eingehe. Und das geht nur, wenn ich vorher meine Schuld ihm bekenne. Und deswegen ist das Beispiel, was wir hier haben, sowohl für Gläubige, die in Sünde gefallen sind, dafür ist es zunächst mal gedacht. Aber es kann durchaus auch eine Hilfe sein für Suchende, wie ich vorzugehen habe, damit der Geist Gottes in mein Leben hineinkommt, der Sieg über die Sünde, Christus selber Besitz nimmt von meinem Leben. Und die Bibel sagt, heute, wenn ihr meine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht, denn es könnte das letzte Mal sein, wo Gott uns die Gelegenheit gibt. Seht mal, dieser Psalm mit diesem schrecklichen Inhalt, der da hier angedeutet wird, ja, ich werde gleich noch erklären, worum es hier geht, ja, endet aber mit dieser großen Freude. Das ist sozusagen, da explodiert einer vor Freude. Das kann überhaupt nicht mehr in Worte fassen, was das bedeutet. Das Bewusstsein, Gott hat mir vergeben. Meine ganze Schuld ist weggetan. Ich habe mal als in der Zeit, wo ich Lehrer war, ich bin also tatsächlich Lehrer geworden, ausgelacht haben die mich auch nicht. Wir hatten eine schöne Zeit in der Schule. In der Zeit habe ich eine kleine Broschüre geschrieben, die hieß Der glückliche Jimmy. Und da wird beschrieben, wie dieser Jimmy zum Glauben kommt
und wir dann irgendwie hört, dass Gott seine Sünden in die tiefsten Tiefen des Meeres geworfen hat. Und dann wird das geschildert, wie er sich freut, dass keiner die wieder rausholen kann. Oder wenn an anderer Stelle es heißt, du hast von mir entfernt meine Übertretungen, wie der Osten vom Westen entfernt ist. Oder hinter meinen Rücken geworfen. Oder wie der Nebel verschwindet, wenn die Sonne kommt. Ist er weg. Die Schuld ist vergeben für den, der sie Gott bekennt. Es geht nicht einfach automatisch. Deswegen ist das wichtig, das sage ich auch von solchen, die glauben, im Glauben zu stehen, dass unser Glaube mehr ist als Leichtgläubigkeit. Nicht so, wie das vor einiger Zeit war. Da unterhielten sich zwei Busfahrer, die so Busfahrten machten mit Werbeangeboten und so weiter, ja, Kaffeekränzen und all diese Sachen. Und der eine erzählte dem anderen, du, neulich hatte ich doch eine Gruppe von Christen bei mir im Bus. Da hat der andere ihn gefragt, ja, woran hast du das denn erkannt? Ja, sagt er, die haben mir alles geglaubt, was ich denen erzählt habe. Ja, das war die Vorstellung von Christen. Die glauben alles, was man ihnen erzählt. Das tun wir auf keinen Fall. Wir glauben zwar alles, was in der Bibel steht, das schon, aber wir haben uns hoffentlich trotzdem die Mühe gemacht, auch mal das zu untersuchen. Wie weit ist der Glaube berechtigt? Und ich sage das mal für die vielen jüngeren Leute, es gibt eine Methode, da muss man gar nicht Biologie studiert haben, im Hinblick auf die Evolutionslehre, sondern da muss man nur sich die Mühe machen, die Aussagen der Bibel, die historischen Aussagen der Bibel oder besser noch gesagt die prophetischen Aussagen, wo die Bibel nämlich etwas berichtet, zu einem Zeitpunkt, wo das Ereignis, was dort angesagt wird, noch nicht stattgefunden hat, also später, die Weissagung, die Prophetie. Das vergleiche mit einem Geschichtsbuch, wo dann diese Weissagungen der Bibel wortwörtlich sich erfüllt haben. Und das sind weit über 1000 Weissagungen. Allein im Hinblick auf unseren Herrn, 333, nicht bei Isoskalerei, wie wir gelernt haben, mit Alexander dem Großen, sondern 333 Weissagungen von unserem Herrn im Alten Testament und auch im Neuen teilweise, die sich alle in Jesus Christus buchstäblich erfüllt haben. Das ist nach der Wahrscheinlichkeitsmethode unmöglich. Das ist ein sicherer Beweis, dass Jesus von Nazareth, der vor 2000 Jahren hier auf unserem Globus gelebt hat, die meiste Zeit in Nazareth, der verheißene Messias war und wirklich Gottes Sohn ist. Wenn wir glauben, schalten wir unseren Verstand nicht aus, sondern wir schalten ihn ein. Durch Glauben verstehen wir, dass Gott die Welten geschaffen hat aus dem Nichts. Im Übrigen, die Evolutionsmethode ist mittlerweile auch so weit. Ihr könnt das nur nicht erklären, wie aus dem Nichts etwas kommt. Ja? Wir können das erklären, weil Gott vor allem war. Gott entstand eben nicht aus dem Nichts, sondern er war immer, was man im Übrigen sich nicht vorstellen kann. Ja? Die endlose Ewigkeit kann kein Mensch sich denken. Das sprengt unser Vorstellungsvermögen und ist trotzdem logisch. Es ist logisch, dass Gott immer gewesen sein muss. Denn sonst müssten wir etwas glauben, was gegen jede auch naturwissenschaftliche Erfahrung ist. Dass nämlich aus dem Nichts, ohne Lenkung, ohne Plan, alles geworden ist. Dass der größte Unsinn, den die Welt hier erfunden hat. Und man kann das nur erklären, dass die Evolutionslehre sich durchgesetzt hat, auch weltweit, auch in der dritten Welt, eigenartigerweise. Weil das stimmt, was die Bibel sagt, dass der Gott dieser Welt, nämlich der Teufel, den Sinn der Ungläubigen total verwirrt hat, dass sie nicht mehr wissen, was vorne und hinten ist. Ich will das jetzt nicht auf die Pandemie, die wir im Augenblick durchleiden, anwenden. Das ist jetzt nicht mein Thema, aber da sehen wir ja auch die Ratlosigkeit. Da wissen wir ja auch nicht so genau, wer da recht hat von all den Stimmen, die da kommen
Und ich glaube, unsere Reaktion sollte die sein, dass nebenbei bemerkt, wenn mal so Probleme kommen sollten, Römer 14, gibt da die Antwort. Wie man umgeht mit denen, die ein besonders zartes Gewissen haben oder in ihrem Glauben schwankend werden oder was auch immer, dass wir nichts tun, was den anderen im Glauben erschüttern könnte. Also auf den anderen zugehen, so weit wie es möglich ist. Ohne dass man sein Recht, wie man denkt, mit aller Gewalt durchsetzen muss. Weil das, diese Frage zu den zweifelhaften Fragen gehört, wo Römer 14 eine Antwort gibt, wie wir darauf reagieren. Nebenbei, wer es ganz kurz haben möchte, gibt einen ganz kurzen Vers, der das auch erklärt. Galater 6, Vers 2, einer trage des anderen Lasten und also erfülle das Gesetz des Christus. Ja, also der Rahmen, wunderbar, die Freude. Und es wird auch erklärt, woher die Freude kommt, in Vers 1. Nämlich, glückselig der, dessen Übertretung vergeben, dessen Sünde zugedeckt ist. Seht, aber Gott deckt die Sünde nur dann zu, er nimmt sie nur dann weg, wenn wir sie ihm bekennen. Seht, und das möchte ich unseren Freunden sagen, die noch auf der Suche sind, die noch sich nicht ganz entschieden haben, aber gerne möchten. Was unterscheidet den christlichen Glauben, die christliche Offenbarung, von allen Religionen? Ich sage nicht von allen anderen Religionen, denn das Christentum ist keine Religion. Was unterscheidet den christlichen Glauben, die christliche Offenbarung, von allen Religionen? Die Schuldfrage? Nein. Das wird auch in anderen Religionen gelehrt, dass der Mensch schuldig ist. Worin die Schuld besteht, da ist man sich nicht ganz einig, aber dass da irgendwas nicht stimmt mit dem Menschen, das haben mittlerweile alle gemerkt. Aber in all diesen Religionen wird angeboten, dass der Mensch mit eigener Kraft, mit eigenen Mitteln sich an seinem Schopf, wie Weiland Münchhausen, aus dem Sumpf herausziehen kann. Und genau das lehrt die Bibel nicht. Es ist nicht die Schuldfrage, sondern die Frage der Therapie. Wie werde ich frei von der Schuld? Und alle Religionen lehren, du musst dich selber bemühen. Es kommt auf deine Leistung an. Der christliche Glaube sagt, du kannst dich selber nicht retten. Wir müssen zwar das Angebot Gottes annehmen, das war, aber die Errettung selber, das Heil bewirkt, hat Gott allein. Wir haben diesem Heil nichts hinzugefügt. Im Glauben nehmen wir es lediglich an. Und dazu werden wir ja an vielen Stellen aufgefordert, das habt ihr sicher schon oft gehört, wird wahrscheinlich in jeder Predigt erwähnt werden, wie wir zu Jesus kommen, indem wir das als Geschenk annehmen, die Gnade Gottes, denn durch die Gnade seid ihr errettet, mittels des Glaubens und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, auf das niemand sich rühme. Epheser 2, Vers 8. Ganz klare Botschaft. Und David sagt, der Mensch ist glückselig. Was heißt das denn, glückselig? Glückselig ist ein Mensch, dem man zu seinem Glück nichts mehr hinzufügen kann. Der hat alles, was er braucht. Das ist das Glas, im Gegensatz zu diesem, Gott sei Dank, total voll. Da kann man nichts mehr hinzuschütten. Glückselig ist, heißt vollkommen glücklich. Ist also mehr als glücklich. Die meisten Übersetzungen übersetzen nämlich nur mit glücklich hier. Aber glückselig ist das richtige Wort. Glückselig. Dem vergeben ist, und ich sage noch einmal, vergeben wird einem Menschen nicht nur durch Zufall. Ja, der eine hat eben Glück gehabt, der andere Pech. Auf keinen Fall. Sondern vergeben wird dem, der um Vergebung bittet. Und bitten kann einer nur um Vergebung, wenn ihm bewusst ist, dass er schuldig ist. Da spielt natürlich die Schuldfrage schon die entscheidende Rolle. Sie soll mich dahin führen, dass ich erkenne, ich brauche den Herrn. War übrigens auch die Aufgabe des Gesetzes. Na, im Römerbrief wird das erklärt. Das Gesetz
ist als Diagnosemittel gedacht, nicht als Therapie. Therapie ist das Evangelium, aber das Gesetz durch Gesetz, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht töten, kein falsches Zeugnis reden, ne? Gott lieben über alles und so weiter, die 10 Gebote, bekommt der Mensch die Erkenntnis, dass er gegen viele dieser Gebote, vielleicht sogar gegen alle, gesündigt hat. Dass er ein Gesetzesübertreter ist. Und ich, elender Mensch, wer wird mich retten von diesem Leib des Todes? Ruft Paulus aus. Und die Antwort heißt, ich danke Gott durch Jesus Christus, mein Herr. Nicht durch eigene Anstrengung. Das müssen wir uns auch als Christen immer wieder ins Gedächtnis rufen. Was ich habe, was ich bin, das ist alles Gottes Gnade. Aber ich sage nochmal, niemand wird von uns dazu gezwungen. Es geht immer wieder darum, dass wir ganz klar uns dem Herrn ausliefern. Und wie das geschieht, wird in Römer 6 beschrieben. Darüber will ich jetzt keine Predigt halten, aber lest das bitte durch. Römer 6 ist das entscheidende Kapitel, wie wir dahin kommen, dass die Sünde nicht mehr über uns herrscht, auch wenn sie noch in unserem Leibe ist. Wir sind noch nicht von der Gegenwart der Sünde befreit, aber wohl von der Herrschaft. Und wie wir das verwirklichen können, dass die Sünde nicht mehr über uns herrscht, indem wir unsere Glieder immer wieder Gott zur Verfügung stellen, das wird in Römer 6 erklärt in Verbindung mit der Taufe, wo wir das bekennen. Ein wunderschönes, sehr hilfreiches Kapitel. Ja, was ist denn da geschehen? David schreibt, als ich schwieg, verzehrten sich meine Gebeine durch mein Gestöhn den ganzen Tag. Da hat null Bock auf nichts. Den Tag und Nacht lastete auf mir deine Hand. Ha, lastete, das ist das Wort für Depression. Depression heißt Belastung. David beschreibt eine klassische Depression, die durch eigene Schuld verursacht wurde. Ich sage noch einmal, wer damit zu tun hat, denke jetzt nicht, dass ich denke, dass deine Depression unbedingt durch dein persönliches Versagen vielleicht entstanden ist. Aber zumindest muss man sich immer die Frage stellen, ob das der Fall sein könnte. Und das kann man auch entdecken an gewissen Verhaltensweisen. Ich werde auf das eine oder andere noch eingehen. Also hier bei David ist ganz klar, lastet auf mir deine Hand. Aber weil David ein Gotteskind war, erkennt er, nicht die anderen sind schuld. Das wird nämlich sehr schnell gesagt. Die Umstände, die Erziehung, vielleicht das miese Elternhaus. Vielleicht waren die Eltern auch sehr gesetzlich eingestellt. Haben so viel verlangt von Kindern, können auch oft zu viel einem Kind auferlegen. Kann durchaus sein. Vielleicht hat der Vater sich seinen Töchtern gegenüber nicht richtig verhalten. Das kommt auch in christlichen Kreisen vor. Das hören wir jetzt ständig im Hinblick auf die römische Institution, wo das jetzt so an die Oberfläche kommt. Und dann wälzt man das schnell ab. Die anderen sind immer schuld. So ist das in der Psychotherapie in der Regel. Dass man versucht, dahinter zu kommen, was war die Ursache? Und da wird vor allen Dingen geforscht in der Vergangenheit, wo andere Menschen sich mir gegenüber nicht richtig verhalten haben. Das kann zwar eine Hilfe sein, aber die Befreiung kommt nicht dadurch, dass ich mich immer entschuldige mit dem Fehlverhalten eines anderen, sondern indem ich mich meiner eigenen Reaktion auf ihr Fehlverhalten, wenn es so sein sollte, stelle. Wie habe ich darauf reagiert? Und wo bin ich selber schuldig geworden? Und bei einem Kind Gottes, das erkennt, in erster Linie, ihr Lieben, ist es Gott, der zu mir spricht. Das sollten wir übrigens auch im Hinblick auf die Pandemie uns fragen, was Gott uns damit zu sagen hat. Ich darf das ab und zu mal erwähnen, ja, wir sind ja ganz aktuell dabei. Gott spricht zu uns. In der Depression hier erkennt David das. Gott legt seine Hand auf mich. Das ist die Belastung. Ich werde nach unten gedrückt. Ich kann kaum noch atmen. Ja. Und dann sagt er sogar, Tag und Nacht. Das heißt,
Der Gedanke verfolgt ihn bis in die Träume hinein. Was war denn da so in seinem Leben? Nun, man nimmt an, es steht in diesem Psalm nicht, aber der ganze Aufbau des Psalmes weist so in die Richtung wie Psalm 51. Bei Psalm 51 wird es direkt gesagt, das Vergehen mit Bathseba, mit seiner Nachbarin, der schönen Nachbarin. Der Mann von ihr ist an der Front. David verschläft den ganzen Tag. Ne? Müßiggang ist aller Laster Anfang. Abends steht er auf, geht spazieren auf dem Dach seines Hauses. Im Orient sind die ja in der Regel flach, weil bei den schwülen Temperaturen man oft oben auf dem Dach dann schläft. Ich habe das auch öfters gemacht, da in den Tropen. Da geht er da spazieren und wen sieht er sich da baden? Da in seiner Nähe, die schöne Nachbarin. Also ich will mal nicht darüber reden, wieso die sich nun gerade im Blickfeld des Königs da badete. Da könnte man ja auch drüber nachdenken. Ja? Aber in dieser ganzen Geschichte wird die Bathseba, so hieß sie, gar nicht groß beurteilt, interessanterweise. Denn an Kinder Gottes wird ein größerer Maßstab angelegt als an die Kinder dieser Welt, wenn ich das mal so ein bisschen so auslegen darf. Und der König, der Mann nach dem Herzen Gottes, der wusste, was er zu tun hatte. Aber er schaut zu, gewinnt die Frau lieb, schläft mit ihr und nach einiger Zeit hört er die Nachricht, ich erwarte ein Kind. Das Kind des Königs. Darauf stand die Todesstrafe. Es war Ehebruch. Die Todesstrafe. Auch für den König. Und dann wird beschrieben, das könnt ihr dann mal nachlesen in der Geschichte, ganz ausführlich, wie David ganz raviniert vorgeht. Der Mann war ja hochintelligent. Und wenn Gott die Sache nicht ans Licht gebracht hätte, hätte außer seinem Heerobersten Joab, der natürlich den König dadurch in der Hand hatte, ne, sonst keiner erfahren. Und das dauert eine ziemliche Zeit, wo David versucht, das zu vertuschen. Keiner darf es wissen. Das geht sogar so weit, dass er den Mann dieser Bathseba, Uriah hieß der, an die Front schickt in einem Himmelfahrtskommando und dem Joab mitteilt, der Mann, der diesen Brief hier dir übergibt, den stell ganz vorne hin und dann zieht euch hinter dem zurück. Der soll fallen für Gott und das Vaterland. Genauso passiert es. Gott lässt das zu. Habe ich mich immer darüber gewundert, dass Gott das zulässt. Aber er gibt dem Uriah ein wunderbares Zeugnis. Wenn man die Heldenliste, es gibt so eine Heldenliste von David, wenn man die durchliest, dann ist der allerletzte, der da steht, Uriah, der Hittiter ist es noch. Wird weiter gar nichts zu gesagt. Die Juden wussten Bescheid, wer das war. Und der Held fällt an der Front und David denkt, ach, jetzt habe ich das Problem los. Der Sohn wird geboren. Und dann greift Gott ein. Ihr Lieben, sofern wir wirklich von Neuem geboren sind, wir können gar nicht dankbar genug sein, dass der Heilige Geist in uns wohnt, der uns nicht zur Ruhe kommen lässt. Wenn wir irgendwo Sünde verniedlichen, vertuschen, verdrängen, anstatt dass wir sie dem Herrn bekennen und sofern wir an Menschen schuldig geworden sind, auch vor Menschen. Es muss nicht jede Sünde in der Gemeinde bekannt werden, aber wenn wir an Menschen schuldig geworden sind, müssen wir auch zu diesen Menschen hin. David schafft es nicht alleine. Das beschreibt er hier. Er ist völlig am Boden zerstört, ist auch zu nichts mehr fähig. Mein Saft wird verwandelt in Sommerdürre. Das ist eine Beschreibung, wie es in ihm aussah. Und dann sendet Gott ihm einen Seelsorger. Und ich hoffe, dass in dieser Gemeinde solche Brüder und Schwestern sind, die sich von Gott gebrauchen lassen, wenn sie merken, ein Bruder oder eine Schwester ist plötzlich traurig, untätig, irgendwie verändert. Da muss doch irgendetwas sein. Wie kann man ihm helfen? Und das sagt das Neue Testament, wenn du sowas beobachtest, dass jemand von der Sünde überrascht worden ist, übervorteilt. Galater 6, Vers 1 ist nämlich dieser Vers vor diesem Lastentragen. Da heißt es, geh du hin,
im Geist der Sanftmut, indem du auf dich selbst siehst, dass nicht auch du selbst versucht werdest. Und in diesem Geist der Sanftmut, der Demut, bring ihn zurecht. Wenn er auf dich hört, hast du einen Bruder gewonnen. Gott findet einen Seelsorger. Nathan hieß er. Nathan, der Prophet. Und er geht zu David hin und erzählt ihm eine Geschichte. Also wenn ich darüber nachdenke, also diese Methode allein, ne, wie Gott da vorgeht, ist ja fantastisch. Meine, auch die besten Methoden, Gesprächsführung und so weiter, Seelsorge, finden wir alle in der Schrift. Hier bei Nathan zum Beispiel, der erzählt dem David eine Geschichte. Hör mal, König, da hat sich doch nicht allzu langer Zeit etwas ereignet. Das muss ich dir mal weitergeben, ich hätte gern dein Urteil. Stell dir mal vor, in einem Dorf, da lebt ein Superreicher. Der hat viele Herden, alles Mögliche. Und dann in demselben Dorf lebt noch ein ganz Armer. Der hat nur so ein kleines Lämmlein. Und jetzt bekommt der Reiche Besuch und will dem natürlich ein Gastmahl machen. Und was tut er? Stell dir vor, David, der nimmt das kleine Lämmlein von dem Armen, der sonst nichts hat, und bereitet dann das Gastmahl für seinen Besucher. Was soll man mit dem machen? Oh, sagt David, das ist doch gar keine Frage. Kopf ab. Der ist des Todes schuldig. Und dann zeigt Nathan mit dem Finger auf ihn und sagt, du bist der Mann. Das war brutal Seelsorge, kann man sagen. Da wusste er Bescheid. Da fällt es ihm wie Schuppen von den Augen und eine Riesenlast vom Herzen. Wenn die Sache raus ist und da kann er nur noch sagen, ich habe gesündigt. Und das wird in Vers 5 beschrieben. Und wenn ich selber das Vorrecht habe, einen Menschen zu Christus zu führen, dann fast immer lasse ich ihn diesen Vers lesen, Vers 5. Und einige haben sich sicher eben gewundert, da kommt dreimal ein Wörtchen vor, das ist kein deutsches Wort. Das heißt Sela, ja, das bedeutet Pause. Und dieser Vers 5 ist der einzige Vers in der gesamten Heiligen Schrift, wo vor dem Vers und nach dem Vers eine Pause ist. Das Sela steht davor und das Sela danach. Das muss also etwas ganz Besonderes sein. Was steht denn da? Ich tat dir meine Sünde kund und habe meine Ungerechtigkeit nicht zugedeckt. Ich sprach, ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen. Das geschieht jetzt, als der Nathan es ihm sagt. Er brauchte die Hilfe seines Seelsorgers. Er kam nicht alleine dahin. Aber dann hat er nichts beschönigt. Und im selben Vers, bevor das nächste Sela kommt, also die Pause, ist hier noch nicht. Was steht da anschließend? Und du hast die Ungerechtigkeit meiner Sünde vergeben. Ja, ist das denn möglich? Der Mann ist ein Ehebrecher und ein Mörder. Mit dem Himmelfahrtskommando ist ja er selber der Auftraggeber. Ehebrecher und Mörder. Und er bekennt das einfach so dem Herrn und er nimmt das so an, dass der Herr ihm sofort vergeben hat. Kann man das denn glauben? Einige Jahre vorher hat sein Vorgänger, der König Saul, etwas Ähnliches erlebt. Das war zwar längst nicht so dramatisch wie David. Der hatte nur den Befehl Gottes übertreten in dem Sinne, dass er großmütig seinen Feind am Leben ließ. Da würde man heute sagen, das ist doch eine fantastische Gesinnung. Den Agag da, den König der Amalekiter, der sollte hingerichtet werden, weil es Gottes Feinde waren, die Amalekiter, sollten ausgerottet werden, weil diese Feinde so durchseucht waren mit dämonischen Hokuspokus und allem Möglichen, weil das eine Gefahr war für das Volk Israel, dass sie in diese Richtung verführt werden könnten, sollten sie alle ausgerottet werden. Und der König Saul lässt den König, den anderen, am Leben. Und heute würde doch jeder Humanist sagen, das ist ja das Vorbild. Großzügig, großmütig.
Man könnte sogar sagen, mit der Bergpredigt. Ja, der tut doch das, was der Herr sagt in der Bergpredigt. Liebet eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen und so weiter. Ja, aber die Bergpredigt war damals noch nicht gültig. Das waren andere Zeiten. Und Gott handelt nicht in jeder Zeit immer genau gleich. Es kommt immer auf die Umstände an. Das widerspricht zwar nicht seinem anderen Handeln, aber in einer anderen Situation ist das Handeln Gottes nicht ableitbar von einer Situation, die der nicht gleicht. Ist immer auf die Situation abgestimmt. Und Gott hatte ihm gesagt, alles aus Amalek, auch das Vieh und so weiter, muss alles getötet werden. Und Saul hatte auch einen Seelsorger. Wie hieß der denn? Er war der Samuel. War auch ein Prophet. Alles berühmte Leute, ja. Und der sagt dem Samuel, hör mal, mit deinem Zögling da, mit dem König Saul, das geht so nicht. Du musst da hin. Du musst ihn von seiner Sünde überführen. Und das wird in 1. Samuel 15 sehr genau behandelt. Und dann sagt Samuel unter anderem, Gehorchen ist besser als Schlachtopfer. Ja, das heißt, der Gehorsam Gott gegenüber ist noch wichtiger als der schönste Gottesdienst. Das Beste ist natürlich, man hat beides, sowohl den Gehorsam als auch den schönen Gottesdienst. Aber wenn man wählen muss, dann ist Gehorsam noch wichtiger, und zwar Gehorsam Gott gegenüber natürlich. Darum geht es hier in 1. Samuel 15. Und dann sagt Saul dasselbe wie David. Ich habe gesündigt. Die gleichen drei Worte. Ich habe gesündigt. Und Saul wird nicht vergeben. Wie ist das denn möglich? Saul sagt nämlich anschließend im selben Satz, nun ehre mich vor den Ältesten meines Volkes. Wisst ihr, was das Bekenntnis des Saul wert war? Gar nichts. Das war ein Scheinbekenntnis. Das war ein taktisches Bekenntnis. Es war kein Herzensbekenntnis. Woher wissen wir denn, dass das Bekenntnis von David echt war? Ja, weil er anschließend diese zwei Psalmen geschrieben hat. Ja, der macht das öffentlich. Ja, hätte ich auch sagen können, gut, an meinem Hofstaat kann ich jetzt nicht verhindern, dass Sie das wissen, aber bitte, 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 also nicht weiter in die Öffentlichkeit. Nein, der Mann setzt sich hin und schreibt Psalm 51, wo es dann sehr deutlich gesagt wird. Psalm 51. Das heißt, alle Generationen, alle Menschen, die später leben würden, werden informiert mit diesem absoluten Tiefpunkt des Königs. Er ist sich nicht zu schade. Er ist ein Mann, der ein demütiges Herz hat. Und deswegen ist er auch danach noch der Mann nach dem Herzen Gottes. Weil er sich unter die Herrschaft Gottes beugt und eigenes Fehlverhalten zugibt, sich darunter beugt. Er macht sich nicht besser. Er zieht keine Schau ab. Der zieht keine Maske auf. Also, jetzt meine ich natürlich nicht den Mundschutz hier, ja, sondern so tun als ob, ja, christlich, aber kein echter Christ. Wie ist das bei uns? Also ich finde gerade auch für Älteste, für Leute, die in der Verantwortung stehen, ich habe das, als wir bei uns auch dann zu Ältesten kamen in unserer Gemeinde, wir hatten lange Zeit keine, endlich haben wir dann welche bekommen, und dann habe ich meinen Mitältesten gesagt, so ihr Lieben, eins muss klar sein, wir herrschen nicht über die Herde, wir dienen den Geschwistern und wenn wir selber uns irgendwie mal daneben benehmen, dann werden wir genauso das vor der Gemeinde bekennen wie jeder andere auch. Wir haben keinen Sonderstatus. Ich habe mich mit meinem lieben Bruder Andreas zwar noch nicht darüber unterhalten, aber er nickt so ergeben, mehr oder weniger. Ich hoffe, dass wir uns da einig sind. Ne? Wir stehen alle vor dem Herrn. Und wir müssen authentisch sein. Und ich denke, dass das auch bei vielen der Fall ist. Aber es ist ja nicht so gut, was nicht noch besser werden kann. Ja? Wir wollen in dieser Hinsicht uns immer wieder dieses Bewusstsein schenken lassen, auch wir Älteren, dass wir immer noch aus der Gnade leben. Ja?
Wir sind nicht unbedingt besser als andere, aber wir sind besser dran. Aber unser Verhalten sollte mit der Zeit auch dem entsprechen, dass deutlich wird, dass Christen anders reagieren, dass die Geistesfrucht in unserem Leben deutlich wird. Dass zum Beispiel Choleriker, ja, es sind ja ein paar Choleriker unter uns, das kann ich schon gut erkennen, weil ich selber einer bin, da hat man so einen Blick dafür. Ja. Ja, aber das braucht doch kein Mensch merken, dass wir Choleriker sind. Mose war doch auch einer. Einmal haben sie es gemerkt, wo er den Felsen schlug, anstatt mit ihm zu sprechen, ja. Aber ansonsten sagt Gott von ihm, der sanftmütigste Mann auf der ganzen Erde. Ein klassischer Choleriker war er. Aber er konnte durch den Geist Gottes, den er hatte, das im Zaum halten. Wir müssen anders werden, wenn wir Christen sind. Und das möchte ich auch solchen, die auf der Suche sind, wirklich versprechen. Wenn du bewusst dein Leben in die Hand deines Herrn gibst, und es sind genügend Leute hier, die dir dabei helfen können, wenn dir das klar ist, heute das zu tun, dann nimm die Gelegenheit beim Schopf. Dann wirst du erfahren, dass auch Kraft in dein Leben hineinkommt, um Dinge zu ändern. Und auch ein großer Wunsch für diese Änderung. Dass du plötzlich Freude bekommst an Dingen, die dir bis dahin überhaupt nichts bedeuteten. Und einen Abscheu im Hinblick auf Dinge, die für dich bisher vielleicht sehr anziehend waren. Das verändert sich, wenn Christus in mein Leben hineinkommt. Seht mal, und dieses Bekenntnis, ich habe gesündigt, hat nur Sinn und wird auch nur von Gott akzeptiert, wenn es wirklich ein Herzensbekenntnis ist. Wenn mir meine Sünde leid tut, und wenn ich nicht mehr darauf bedacht bin, vor den anderen immer noch diese fromme Schau abzuziehen. Wenn ich auch nichts dagegen habe, dass durchaus andere auch davon erfahren. Ich sage noch einmal, wir alle, auch ich persönlich, leben von der Geduld unseres Herrn, von seiner Langmut, jeden Tag aufs Neue. Und je älter ich werde, desto mehr staune ich über diese Langmut Gottes. So ein Blick auf die Uhr macht mir deutlich, es sind ja noch 9 Punkte, die anderen 9 werden nicht so lange sein wie der erste, sonst wäre es mit dem Mittagessen nichts. Wir werden also jetzt etwas schneller vonstatten gehen. Nur diesen ersten möchte ich abschließen mit dem Hinweis, was anschließend kommt. Als David das bekennt und die Vergebung des Herrn in Anspruch nimmt, kann er jetzt wieder von Gott gebraucht werden. Er kann wieder anderen raten. Und er spricht wieder von der großen Freude. An einer Stelle ist die Freude wie so ein Spontanerlebnis. Explodiert vor Freude. An anderer Stelle, ich sage jetzt nicht in welchem Vers, könnt ihr mal selber nachlesen, da ist die Freude wie etwas, was mich ständig umgibt. Wie der Fisch im Wasser. Da heißt es nämlich, du umgibst mich mit Freude. Die verlässt mich gar nicht mehr. Und wenn ich wieder neu irgendwo in Sünde falle, dann bekenne ich das sofort dem Herrn. Da warte ich nicht erst bis abends oder noch später. Ich bekenne es ihm sofort. Und dann ist die Freude wieder da. Ach, weil ich heute zum ersten Mal hier bin, darf ich auch mal eine kleine Frage stelle, die ich oft stelle. Ich muss immer aufpassen, dass ich die nicht zu häufig in derselben Gemeinde stelle. Und zwar, schade, dass die Kinder nicht da sind. Ich mache das meistens mit den Kindern. Na, jetzt machen wir es mal als Erwachsene. Was ist der Unterschied zwischen einem Schaf und einem Schwein, wenn beide in eine Pfütze fallen? Das Schwein fühlt sich wohl. Da gehe ich mal von aus, ja. Es wird auf jeden Fall länger drin bleiben, ja. Für Schwein ist das Lebenselixier. Und das Schaf? Will raus, natürlich. Klar, das Schaf kann auch reinfallen, aber das ist nicht sein Lebenselement. Es muss wieder raus. Es schafft es oft nicht alleine. Nun hat das Schaf natürlich den guten Hirten. Der gute Hirte kann ihm heraushelfen.
Manchmal ist das Schaf aber so in der Pfütze drin, dass es auch noch einen Unterhirten braucht. Ein Seelsorger, ein Bruder oder eine Schwester, die müssen keine Seelsorgeseminare besucht haben. Das kann zwar hilfreich sein, aber sie müssen Gemeinschaft mit dem Herrn haben und Liebe zu den Kindern Gottes. Und ein Blick dafür, wenn jemand eben plötzlich traurig ist oder zurückbleibt, an der Gnade Gottes Mangel leidet, wie es im Hebräerbrief heißt, und sich darum kümmern, das muss wieder raus. Seht mal, wir werden nirgendwo in der Schrift mit Schweinen verglichen, mit Schafen wohl. Die Verse brauche ich jetzt nicht zu zitieren, die kennen wir alle. Und wenn ein Schaf, also ein Kind Gottes, in die Pfütze fällt, das Schaf wird unglücklich, beim Kind Gottes ist es der Heilige Geist, der diese tiefe Traurigkeit in uns bewirkt. Und wie holt er uns da wieder raus? In der Regel durch Gottes Wort. Gottes Wort gibt die Anweisung, macht uns auch deutlich, was da nicht in Ordnung war. In der Regel Gottes Wort. Manchmal ist es auch so, es gibt ja auch manche Verhaltensweisen, die nicht direkt in der Bibel beschrieben werden. Die kann man zwar in gewisse Dinge einordnen und damit auch behandeln, aber es wird nicht direkt beschrieben. Zum Beispiel unseren Umgang mit dem Computer. Den haben wir nicht direkt in der Bibel, aber wir haben eine ganze Menge Hinweise, was wir mit unseren Augen machen, ja? Dass wir sie dem Herrn weihen und dass wir dann beim Eintippen und so weiter schön aufpassen, was wir da aufrufen. Ich gehe jetzt mal nicht in Einzelheiten, dann müssen wir ein Seminar für Männer machen. Und ich will also von diesem Dreck frei werden. Und ich werde frei, indem ich das Fehlverhalten, ob jetzt durch die Schrift mir klar oder vielleicht auch durch einen Bruder oder eine Schwester, mir das klar gemacht wurde, Matthäus 18, Vers 15, wenn du deinen Bruder sündigen siehst, geh hin, überführe ihn zwischen dir und ihm allein. Muss ihn also überführen. Er muss überzeugt sein, das ist ein Fehlverhalten. Und dann, die Reinigung geschieht nur durch das Bekenntnis. Ich denke, ihr kennt alle diesen Vers auswendig. Ist einer der schönsten, bekanntesten und auch wirkungsvollsten Verse der Heiligen Schrift, wenn es um Reinigung geht. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt. Das ist das Schaf, was wieder aus dem Morast rauskommt. Und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. 1. Johannes 1, Vers 9. Also, wenn wir unsere Sünden bekennen. Wenn es heißt, er ist treu und gerecht, dann will Johannes damit sagen, er hat das in seinem Wort versprochen und er hält sein Wort. Auf das Bekenntnis kommt die Reinigung. Und gerecht bedeutet, er ist es seinem Sohn schuldig. Denn sein Sohn hat den Preis bezahlt für meine Sünde. Und eine Sünde wird nicht zweimal bestraft. Wenn der Preis bezahlt ist durch Jesus Christus und ich lege meine Hoffnung auf ihn allein, dann muss Gott mich gerecht sprechen. Ich sage das in aller Ehrerbietung, weil er es seinem Sohn schuldet. Das ist übrigens, ich sage mal, den Schriftforschern unter uns in Römer 3 wunderschön erklärt. Diese doppelte Rechtfertigung im letzten Abschnitt. Gott ist gnädig, wenn er uns rechtfertigt, das ist im Hinblick auf uns. Und Gott ist gerecht, wenn er uns rechtfertigt, im Hinblick auf seinen Sohn. Beide stehen in Römer 3. Letzter Abschnitt, schaut euch das mal an. Sehr schöne, mutmachende Stelle. Für jedes Kind Gottes. So, jetzt muss ich aber sehen, dass ich mich beeile. Der zweite Punkt gehört eigentlich auch zum ersten, aber weil er bei Älteren relativ häufig vorkommt. Ich hoffe, dass es nicht bei uns der Fall ist. Aber ich habe diese Fälle relativ häufig erlebt. Ist die Unversöhnlichkeit. Alte Geschichten unter den Teppich gekehrt. Da muss man bald einen Bergsteigerkursus machen, damit man über all die Hügel wegkommt, die da im Leben sich angesammelt haben. Alte Geschichten. Ich habe mal bei uns in der Gegend, in einer Gemeinde, öfters Dienste getan und ich habe mich immer gewundert, das war nicht so wie bei euch, das war genau das Gegenteil. Eiseskälte, wenn man da reinkam. Die sprachen sich auch alle noch mit Sie an,
naja, waren vielleicht besonders höfliche Leute, aber das passte irgendwie alles zusammen. Und es tat sich nichts. Die Jugend bemühte sich zwar sehr, aber Gott legte keinen Segen darauf. Und ich habe immer gedacht, was ist los mit dieser Gemeinde? Und eines Tages kommt einer unserer Mitarbeiter, der so Homeoffice machte für uns, und sagt, hör mal, wir haben da was entdeckt, was ganz Schreckliches. Einer unserer Ältesten, die hatten also auch Älteste, zwei hatten die, und einer davon war im Streit mit seinen fünf Schwestern, Erbstreitigkeiten, seit über 25 Jahren. Und die wollten sich nicht gegenseitig vergeben. Und das war eine Brüdergemeinde, die hatten sogar jeden Sonntag Brotbrechen. Und ein paar dieser Schwestern waren sogar mit ihm in derselben Gemeinde. Kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Ich bin bald vom Stuhl gefallen. Und ich habe dann denen gesagt, ihr müsst jetzt zu ihm hin, natürlich auch zu den Schwestern, aber vor allen Dingen zu diesem Ältesten. Und ihm sagen, dass er Schuld hat, dass kein Segen auf der Gemeinde liegt. Und er soll sich mit seinen Schwestern versöhnen. Der hat gesagt, kommt gar nicht in Frage. Wisst ihr, was da passierte? Im Laufe der nächsten 6 Monate lagen die alle 1 Meter horizontal unter der Grasoberfläche. Im Laufe von 6 Monaten sind die alle gestorben. Die ersten 2 habe ich noch beerdigt. Dann habe ich gesagt, so, den Rest könnt ihr selber machen. Dieses Theater mache ich nicht mehr mit. Die vergeben sich nicht und Gott greift ein. Und das ist bis zum Schluss so geblieben. Wo ich dann auch überzeugt bin, die waren gar nicht wiedergeboren. Wenn jemand unversöhnlich ist, ist für mich das sicherste Kennzeichen, eins der sichersten Kennzeichen, dass diese Person nicht wiedergeboren ist. Die kann noch so fromm reden. Denn wenn ich wiedergeboren bin, dann bin ich so überwältigt von der Gnade des Herrn. Dieser Riesenberg von Schuld, den ich aufgehäuft habe in meinem Leben, hat der Herr mir alles erlassen. Und dann kann ich einem anderen nicht vergeben? Das ist doch unvorstellbar, wenn einer wiedergeboren ist. Ich weiß, als ich vor etlichen Jahren durch meinen besten Freund und engsten Mitarbeiter, der Geheimpolizei, der Gestapo in einem afrikanischen Land überliefert wurde. Und habe dann einige Dinge erlebt, die nicht so schön sind. Auf jeden Fall, ich habe das zuerst nicht glauben wollen, dass der das war. Aber dann kam das raus. Und da wurde mir klar, ich muss den noch am selben Tag vergeben. Weil in Epheser 4, Vers 26 heißt es, die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn und gebt dem Teufel keinen Raum. Man kann dämonisch belästigt werden, sage ich mal, ja, auch als Kind Gottes, wenn ich nicht von Herzen vergebe. Aber wenn diese Haltung mich ständig begleitet, ich sage noch einmal, diese Unversöhnlichkeit bis an mein Lebensende, dann würde ich auf jeden Fall am Grab nicht sagen, dass wir den im Himmel wiedersehen. Da würde ich sehr zurückhaltend sein. Denn ich sage noch einmal, wer das von Herzen erfasst hat, der Herr hat mir alles vergeben. Der kann auch seinem schlimmsten Feind von Herzen vergeben. Das ist sogar eine fröhliche Angelegenheit. Ich darf etwas tun, was der Herr mir gegenüber ständig tut. So eine wunderbare Möglichkeit. Also, Unversöhnlichkeit. 3. Punkt. Fehlende Heilsgewissheit. Bei der Unversöhnlichkeit, da ist die Therapie, ich stelle ihm vor, was der Herr für ihn getan hat. Und dann sehe ich, wie die Reaktion ist. Also eine geistliche Therapie bei der Unversöhnlichkeit. Bei der Schuld genauso. Wir müssen rausbekommen, welche Schuld da vorhanden ist. Und dann muss sie dem Herrn bekannt werden und auch den Menschen, an denen ich schuldig geworden bin. Beides ist etwas für den geistlichen Seelsorger. Da hat der Psychotherapeut überhaupt nichts damit zu tun. Das 3. Fehlende Heilsgewissheit, da geht es um die Lehre. Dass wir einem Menschen deutlich machen, woran erkenne ich das Heil habe, dass ich gerettet bin. Dass wenn Jesus wiederkommt und er könnte bald wiederkommen, dabei bin und nicht zurückgelassen werden. Woher weiß ich das? Ich werde demnächst ein Video auf YouTube laden, wo ich das als Thema habe, über Heilsgewissheit. Das könnt ihr euch da mal ansehen.
Das kann man hundertprozentig wissen. Das ist ungeheuer wichtig. Ich nehme an, dass das auch hier durchaus nicht unbekannt ist. Also, und wenn man diese fehlende Heilsgewissheit dem anderen vermittelt, dann ist die Depression weg, sofern sie dadurch verursacht war, natürlich. Viertens, Sorgen, der Sorgengeist. Da haben Ältere meistens mehr mit zu tun als Jüngere, obwohl die Jüngeren sich eigentlich eher Sorgen machen sollten über ihre Zukunft. Die sieht nicht sehr rosig aus, menschlich gesprochen. Aber alle eure Sorgen legt vorsichtig auf den Herrn, weil die so wertvoll sind, ja? Nein. Werfet auf ihn, wie Müll. Was bringen die Sorgen? Kann ich etwas ändern an den gegenwärtigen Verhältnissen? Sie verderben mir nur das Heute. Ich darf es ihm sagen. Und seht, wenn einer so viele Sorgen hat, dann ist die Therapie die, dass ich versuche, ihm deutlich zu machen, wer Jesus ist. Ich muss den Herrn groß machen, dass er für uns besorgt ist. Das steht doch da direkt im Vers, da im Hebräerbrief. Und auch in 1. Petrus 5 haben wir einen ähnlichen Gedanken. Das Bewusstsein, dass der Herr bei mir ist, dass ich ihm wertvoll bin, dass sie um alles kümmert, dass ihm nichts entgleitet, dass er auch durch nichts überrascht wird. Der Herr ist doch nicht durch diese Pandemie überrascht worden. Er hat doch seine Ziele damit. Da müssen wir drüber nachdenken. Und manches geht heute besser als früher. Wir sind ja in der Emmaus-Fernbibelschule. Ich habe übrigens diese Tick, da gerade hat er mir erzählt, von Gene Gibson, den habe ich 2003 mal besucht da in seiner Gemeinde und auch den William MacDonald bei der Gelegenheit. Habe mich da sehr gefreut über die Gemeinschaft mit diesen Brüdern. Und wir verbreiten ja diese Bibelkurse, diese Training im Christentum, das ist von Gene Gibson, und diese Emmaus-Kurse sind von William MacDonald. Und dafür sind wir verantwortlich. Und da erleben wir weltweit heute in dieser Zeit einen enormen Schwung, weil die Leute ja viel mehr Zeit haben. Auch bei der Emmaus-App, wir können ja im Internet, kann man die Kurse mittlerweile machen, haben wir schon 16 Sprachen drin. Wenn ihr unter Ausländern arbeitet, unter Flüchtlingen, gebt ihnen die Emmaus-App. Ich habe die im Augenblick leider nicht dabei, die kann ich dir aber gerne zuschicken. So kleine Kärtchen, die können Sie direkt einscannen, sind Sie sofort auf der App. Ich bekomme jeden Tag zwischen 30 und 50 französische Kurse für Kommentare, wo die ihre Kommentare schreiben und ich gebe eine Antwort darauf. Allein im Französischen, so viel jeden Tag über diese Emmaus-App. Und diese Kurse selber, die schriftlichen Kurse, jeden Monat über 100.000 schriftliche Kurse werden durchgearbeitet, weltweit. Und Menschen kommen überall zum Glauben und fragen natürlich auch, wie man sich verhält jetzt in dieser Zeit und so weiter und so fort. Sorgen, manchmal auch die Einsamkeit, das ist ja jetzt ein großes Problem gewesen mit den Altenheimen und so weiter. Ja, wenn man da weiß, der Herr ist mir nahe, auch an einsamem Ort. Ich kann euch sagen, in der Zeit, wo ich im Knast war in Afrika, da war das für mich ein ungeheuer wertvoller Gedanke. Der Herr ist bei mir. Dir kann nichts geschehen, was er nicht hat ersehen. Er steht darüber. Und es ist ein Wunder, dass ich befreit wurde. Er hat darüber seine Hand gehalten. Und meine Frau hat gesagt, in der Zeit, ich war ja öfters verschollen, ja, dass sie jedes Mal ganz innerlich, ganz gelassen war, den Frieden Gottes hatte. Sie wohnte hier, das Auswärtige Amt suchte mich, fand mich nicht und so weiter. Und sie war geborgen im Frieden Gottes. So wunderbar. Es geht nicht immer alles so reibungslos, aber diesen Frieden Gottes dürfen wir genießen. Die Freude am Herrn, ich wiederhole nochmal, nehme ihr Acht, ist unsere Stärke. Also, das war der fünfte Punkt. Der fünfte, ein Schock. Der Ehemann von Frau Müller verabschiedet sich zur Arbeit. 2 Stunden später steht die Polizei vor der Tür. Sind Sie Frau Müller? Wir haben leider die traurige Nachricht, Ihnen mitzuteilen, dass Ihr Mann bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen ist. Frau Müller ist eine Christin, er auch.
Was ruft sie aus? Halleluja. Ja. Das glaubt doch keiner. Das wird auch keiner von ihr verlangen. Das muss sie erst einmal verkraften. Damit hat sie nicht gerechnet, war kein langer Krankheitsfall. Plötzlich aus dem Leben gerissen. Der Sohn meines Vetters, David Bubenzer, der ist vor einem halben Jahr plötzlich in der Vorbereitung für eine Sendung auf Video plötzlich einen Herzinfarkt und war beim Herrn. Ich habe meinen Vetter dann angerufen und er konnte sagen, wir sind im Frieden Gottes. Die Witwe, 6 kleine Kinder. Im Frieden Gottes. Gott macht keine Fehler. Und jetzt werden diese Videos angeklickt, man glaubt es gar nicht. Das war vorher kaum bekannt. Und jetzt kommen Menschen zum Glauben, die man vorher nie erreicht hätte. Gott gebraucht dieses tragische Ereignis, menschlich gesprochen, damit sein Wort weiterläuft. Und so müssen wir das sehen. Bei einem Schock, wie ist denn da die Therapie? Mit Weinen. Nicht auf die Schulter klopfen, ist alles halb so schlimm und so weiter. Nein, das ist schon schlimm, wenn jemand plötzlich aus dem Leben gerissen wird. Christen dürfen auch weinen. Aber das wird kein Dauerzustand. Wir werden mit der Zeit, das muss nicht direkt am nächsten Tag sein, aber mit der Zeit auch Worte finden des Trostes, der Ermutigung, der Stärkung. Das Wissen darum, sie ist nicht allein. Zum einen ist der Herr bei ihr, aber auch die Geschwister werden sie unterstützen. Lassen sie nicht im Stich. Merken wir bei diesen 5, die Therapie ist immer anders. Je nachdem, wie die Sache ist. Jetzt habe ich noch 5 Minuten für die letzten 5. Das 6. ist okkulte Verstrickung. Das ganze Gebiet der okkulten Medizin. Das ist ein Thema für sich. Ich möchte nur das als Stichwort. Da sollte man aber Bescheid wissen. Da muss man auch aufpassen, dass man nicht zu weit geht, nicht alles als okkult verschreit, aber dass da auch manche Dinge sind. Ich habe das selber auch erlebt, wo ich mich von losgesagt habe als junger Mann, weil in unserer Familie eben diese okkulte Vererbung auch da war. Nein. Und ich habe dem Herrn gesagt, da will ich nichts von haben. Keine Gaben, wo man nicht genau weiß, woher die sind. Also okkulte Verstrickung. Da heißt es Trennung. Sich davon lossagen, wobei wir uns nicht an den Teufel wenden, also ist meine Empfehlung, wenn wir uns lossagen, sondern an den Herrn. Dem Herrn sagen, ich will mit dem Teufel nichts zu tun haben. Du bist der Herr meines Lebens, auf dich verlasse ich mich allein. Weil der Teufel ist nicht unser Gesprächspartner. Nur als Rat, ja. Ich kann euch da jetzt keine Bibelstelle nennen. Aber es ist ein Rat aus der Erfahrung. Das 7. ist die PN-Krankheit. Die älteste Krankheit der Menschheit hatte schon Adam und Eva im Paradies. Die Profilneurose. Profilneurose. Man möchte mehr sein, als es von Gott bestimmt ist. Man vergleicht sich ständig mit anderen. Wie ist denn da die Hilfe? Wir müssen demjenigen, der damit zu tun hat, ja, der sich immer mit anderen vergleicht, immer neidisch ist auf anderen, immer mehr haben will, nie zufrieden ist. Wir müssen versuchen, ihm deutlich zu machen, sofern er wiedergeboren ist, sollte das auch gelingen, dass wir in Christus bereits alles haben. Und dass zum Beispiel die Gabe eines Predigers in Gottes Augen, ich glaube nicht, mehr Wert hat als die Gabe des Dienens. Die Geistesgaben halte ich alle für gleichwertig. Also da stimmen nicht alle Bibelausleger mit mir überein, aber es ist meine Sicht. Und ich finde gerade die Geschwister, die im Verborgenen arbeiten, die brauchen doch noch viel mehr Kraft, wo sie kaum Anerkennung bekommen. Ne? Die brauchen doch noch viel mehr Kraft und die Hilfe des Herrn. Wenn die an die Hunderte von Mitarbeitern, die wir haben, die ehrenamtlichen Mitarbeiter für unsere Bibelkurse, da hatten wir einen, der hat ungefähr 30 Jahre nach seiner Pension, der wurde nämlich fast 100, der hat ungefähr 30 Jahre jeden Tag, außer Sonntag, von morgens bis abends Blätter zusammengelegt, da wurden dann Bibelkurse draus. Die haben wir als Einzelblätter gedruckt, dann bekam der so 30, 40 Kisten
Und dann hat er die alle zusammengelegt. Tag aus, Tag ein. In der Gemeinde fiel der überhaupt nicht auf. Was wird der für einen Lohn bekommen? Der hat das für den Herrn getan. Ja, Hirnverletzung kann dazu führen. Schädelbasisbruch, dass einer plötzlich total verändert ist. Da muss natürlich der Mediziner ran. Unsere geistliche Begleitung besteht darin, dass er das vom Herrn annimmt als seine Führung und sie entsprechend verhält. Weil ich nicht mehr die Zeit habe, kann ich jetzt nicht mehr viel dazu sagen. Und es gibt noch einen Punkt, die falsche Ernährung. Ich bringe den als letztes, nicht, dass ihr jetzt alles zum Reformhaus lauft, ja, und zur Drogerie und so weiter und denkt, wenn ich mich anders ernähre, habe ich damit nichts mehr zu tun. Aber das ist nachgewiesen, gewisse Dinge können durch Dinge, die im Gehirn sich abspielen, negativ beeinflusst werden und die kann man durch eine Umstellung in der Ernährung auch ändern. Aber da sollte man erst fragen, und es gibt in Deutschland auch nicht viele, die da etwas von verstehen. In Amerika hat man da viel mehr Studien gemacht. Aber das sollte man erst, diesen Punkt, eben erst als neunten Punkt, nachdem man alles andere durchgegangen ist. Wenn man sagen muss, ich bin bei allem nicht fündig geworden, dann könnte es sein, dass vielleicht hier eine Möglichkeit vorliegt. Und das Letzte, ihr Lieben, Ursache unbekannt. Wir werden nicht alles klären können. Und da müssen wir uns bemühen, dem anderen wirklich zur Seite zu stehen. Auf keinen Fall verurteilen. Und auf keinen Fall denken, der verschweigt was. Das kann nicht mit rechten Dingen zugehen. Auf keinen Fall. Wer mit Depression zu tun hat, der hat schon ein ziemliches Joch zu tragen. Also ich persönlich halte das überhaupt für mit das schwerste Los überhaupt. Und die brauchen wirklich unser Verständnis und auch unsere Hilfe und Geduld und so weiter. Und vor allen Dingen, dass wir niemals die Hoffnung aufgeben, die Zuversicht, dass es auch einen Ausweg gibt, dass auch Licht am Ende des Dunkels sich eines Tages zeigen wird. Ihr Lieben, ich hoffe, es ist einigermaßen so eine Idee entstanden bei uns, dass das Gebiet mit der Depression nicht ganz so einfach ist, sehr vielgestaltig, aber dass eine ganze Reihe der Gründe, die ich hier aufnannte, durchaus Dinge sind, wo wir selber als Kinder Gottes gefordert sind. Und für solche unter uns, die noch nicht gerettet sind, da wäre es schon ganz gut, wenn Sie sich darüber Gedanken machen, dass dieser Zustand geändert wird. Denn wenn ich wirklich den Herrn annehme, in dem Moment, wo ich das fassen kann wie David, du hast vergeben, er hat mein Gebet gehört, ich darf mich darauf verlassen, wird auch die Freude in dein Leben einkehren. Die bei einem Sanguiniker sich anders zeigt, der lacht von einem Ohr zum anderen, wie bei einem Pessimisten, der lächelt vielleicht nur, aber die Freude kommt ins Leben hinein. Und eine neue Kraft, jetzt das Leben zu meistern, weil Christus in mir wohnt und wirkt durch seinen Heiligen Geist. Unser Mund, der ist voll Jubel, unser Herz, das ist voll Dank, dass du uns hast erlöset, erkauft ein Leben lang. Wir preisen deine Güte, die jeden Morgen neu, mit der du uns behütest, wie groß ist deine Treu. Unser Mund, der ist voll Jubel, unser Herz, das ist voll Dank, dass du uns hast erlöset, erkauft ein Leben lang. Wir richten unsere Blicke zu dir, dreiein gar Gott, und gehen nicht zurück, nur dir gebührt das Lob. Unser Mund, der ist voll Jubel, unser Herz, das ist voll Dank, dass du uns hast erlöset, erkauft dein Leben lang.
schuf deine Wunderhand. Vor dir vereint wir stehen, du knüpfst das Liebesband. Unser Mund, der ist voll Jubel, unser Herz, das ist voll Dank, dass du uns hast erlösen, erkauft dein Leben nach. Wir preisen deine Güte, die jeden Morgen neu, mit der du uns behütest, wie groß ist deine Treue.